willkommen zu einem neuen Porridge-Rezepte-Video mit 4 Porridge-Rezepten mit dem gewissen Extra. Ich verlinke dir gerne den ersten Teil von dieser Porridge-Rezepte-Videoserie in der Infobox oder hier oben auf dem i. Falls dich meine ersten 4 Porridge-Rezepte interessieren und du die noch nicht gesehen hast, dann check das auf jeden Fall mal aus. Ansonsten gibt es heute 4 weitere leckere Porridge-Rezepte, die du unbedingt mal ausprobieren solltest. Und falls du davon etwas ausprobierst, dann verlinke mich gerne in deiner Story oder auf einem Beitrag bei Instagram. Ich würde mich riesig freuen, deine Porridge-Kreationen nach diesen Rezepten zu sehen. Alle Rezepte sind wie immer in der Infobox verlinkt und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit Rezept Number 1. Ganz viel Spaß! Und das Rezept Nummer 1 ist ein super schokoladig-cremiges Oreo-Porridge. Dazu benötigen wir Haferflocken, Kakaopulver und Kokosblütenzucker, Vanilleprotein, du kannst aber auch andere Geschmacksrichtungen nehmen oder das komplett weglassen. Dann habe ich hier den Haferjoghurt vom DM für die Cremigkeit. Ein bisschen Ahornsirup zum Süßen, dann natürlich Oreo-Kekse, die dürfen nicht fehlen. Kakaonips für den Crunch und für mehr Schokolade noch Choco-Chips. Da habe ich die von Naturally Pam genommen, weil die mit Kokosblütenzucker gesüßt sind. Als ersten Schritt nehme ich die Haferflocken und das Proteinpulver und gieße das mit heißem Wasser auf, so dass ich eine cremige Konsistenz bekomme. Da gieße ich nach und nach immer ein bisschen Wasser dazu, dass das nicht zu flüssig wird, weil ich das ganz gerne etwas fester und cremiger mag als zu flüssig. Ich gebe gerne noch eine Prise Salz dazu und rühre das dann gut unter. Und von diesem Vanille-Porridge-Mix gebe ich dann ein Drittel in eine andere Schale und vermische den Rest mit dem Kokosblütenzucker und dem Kakao, damit ich einmal Vanille und einmal Schokolade habe, die ich dann zusammenmixen kann. Der Schokoteil kommt dann auch dazu in die Schüssel. Und dann nehme ich mir einen guten Esslöffel von dem Haferjoghurt und vermixe den mit dem Ahornsirup, damit das etwas süßer ist. Der ist aber schon relativ süß, also du musst mal gucken, wie du das am liebsten magst. Ich mag das ganz gerne mit noch ein bisschen Ahornsirup dabei. Vermische das dann gut, dass das schön cremig wird, weil ich finde, die Konsistenz von dem Haferjoghurt ist einfach 1A. Also viel, viel besser als jegliche andere Joghurtsorten. Der ist ja schon fast wie so Quarkcreme. Mag ich sehr, sehr gerne und ich finde für das Oreo Porridge eignet sich das sehr gut, weil das richtig schön cremig ist. Und ich toppe das dann noch mit crunchigen Kakaonips, den Naturally Pam Schokochips und natürlich Oreo-Keksen. Ich habe jetzt hier erstmal einen genommen, den anderen habe ich mir dann zum Nachtisch gegessen, nachdem ich das Porridge aufgegessen habe. Und ich sag dir, das schmeckt so geil, das ist echt so lecker. Ich habe so geschwelgt, so schokoladig. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Kakaopulver du nimmst, aber ich habe dir mal angegeben, was ich für dieses Rezept hier verwendet habe. Und ich finde das echt super, super lecker. Also kann ich nur sehr empfehlen, mal auszuprobieren. Ist mal was ganz anderes, aber es ist so lecker und es stellt den süßen Zahn am Morgen auf jeden Fall zufrieden. Etwas fruchtiger wird es mit dem Bratapfelporridge. Dafür brauchen wir natürlich einen Apfel, der sollte möglichst groß sein, gemahlene Nelken. Ich finde, das Gewürz passt einfach himmlisch zu allem, was mit Apfel ist. Zimt natürlich auch, das darf im Bratapfel nicht fehlen. Dann noch Nüsse und Rosinen und das Macca Zimt Goatmeal von Lykaya. Das ist die Marke von Jana, einer Freundin von mir und ich bin in love mit ihren Frühstücks-Goatmeals. Das ist mit Ziegenprotein, was für viele deutlich besser verdaulich ist als Kuhprotein. Und es schmeckt noch nicht mal nach Ziege, sondern richtig lecker zimtig, also perfekt für unseren Bratapfel. Falls du das Goatmeal oder eines ihrer anderen Produkte mal ausprobieren möchtest, dann schenkt Jana dir mit MOVE 10 10% Rabatt auf alles. Als ersten Step köpfe ich den Apfel und versuche den auszuhöhlen mit so einem Apfel-Kernhaus-Entferner. Der hat aber komplett da ein Loch reingemacht, das musste ich dann später mal stopfen, deswegen hat es doch besser mit einem Löffel geklappt. Falls du Tipps zum Apfel aushöhlen hast, dann gerne damit in die Kommentare. Das ist der allererste Bratapfel, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe, aber dafür ist er mir echt ganz gut gelungen. Ich habe dann den restlichen Apfel und die Rosinen gehackt und in eine Schüssel gegeben und dazu dann das Goatmeal gegeben und mit ein paar mehr Haferflocken noch aufgefüllt, dass das etwas fester wird. Dann die Gewürze dazu, Nelken und Zimt und alles mit heißem Wasser zu einer cremigen Porridge-Creme verrührt und dann in den Apfel gefüllt. Den Deckel habe ich auch noch etwas ausgehöhlt und den Rest Porridge dann einfach in eine Schale gegeben und beides zusammen in den Ofen gegeben. Auf das Backblech habe ich dann noch eine Packung Nüsse gegeben, weil ich finde, Nüsse schmecken geröstet so viel besser als ungeröstet. Ich habe die komplett 20 Minuten lang mitrösten lassen, was ein bisschen lange war. Die waren dann doch etwas dunkel, aber trotzdem noch lecker und genießbar. Ich glaube, 15 Minuten würde aber reichen. Davon habe ich mir ein paar in den Mörser gegeben und dann als Topping über den Apfel gegeben für den gewissen Crunch. Und ich sag dir, das ist ein Träumchen. Ich habe tatsächlich noch nie einen Bratapfel vorher gemacht. Normalerweise kommt da ja, glaube ich, Pudding oder Vanillesoße rein. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall war das eine sehr gute Art, das zu machen. Und als Frühstück oder Dessert auf jeden Fall sehr gut geeignet.
Weil der Apfel etwas klein war, habe ich dann den Rest des Goatmeals einfach aus der Schüssel gegessen mit ein bisschen Erdnussbutter. Da waren ja dann auch noch ein paar Apfelstücke mit drin. War auch sehr lecker, hat mich so ein bisschen irgendwie an Zimt-Apfelkuchen erinnert. Also auch ein gutes Frühstück, was ich dir empfehle, mal auszuprobieren. Dann habe ich hier Zucchini Proats, also Protein-Oats mit Gemüsekomponente, die man nicht mal rausschmeckt. Dafür brauchst du Haferflocken, ein kleines Stück Zucchini, ein Scoop veganes Vanilleprotein. Ich teste gerade das von Alpha Foods und ich finde, geschmacklich ist es verglichen mit anderen Proteinpulvern auf jeden Fall schon mal richtig gut. Eine Prise Salz, damit die Zucchini auch nach was schmeckt. Schokochips, da habe ich wieder die von Naturally Pam genommen. Dann habe ich hier noch Himbeeren für die Fruchtkomponente. Und Zimt darf natürlich auch nicht fehlen. Die Haferflocken werden in eine Schüssel umgefüllt und dann schäle ich ganz gerne die Zucchini, weil ich das Porridge nicht unbedingt koche, sondern nur mit heißem Wasser aufgieße. Dann ist die Zucchini so ein bisschen weicher und es sieht etwas schöner aus, weil da keine grünen Stippen mit drin sind. Das gebe ich dann in meinen Mixer und mixe das einmal ordentlich durch. Dann schmeckt und merkt man die Zucchini auch gar nicht in dem Porridge. Das ist einfach, um so ein bisschen Gemüse mit reinzuschmuggeln. Das Salz kommt dazu, der Zimt, das Proteinpulver. Und wieder heißes Wasser aus dem Wasserkocher, mit dem ich alles untermenge, dass es eine schöne cremige Porridge-Konsistenz gibt. Das fülle ich mir ganz gerne in eine etwas flachere Schale um, weil ich irgendwie lieber daraus esse, wenn die so bis zum Rand gefüllt ist. Da gebe ich dann noch die Himbeeren dazu und die Schokochips. Und zum Schluss kommt noch etwas Tahini dazu für die gesunde Fettkomponente. Du kannst da aber auch Mandelmus, Erdnussmus oder Joghurt nehmen oder was auch immer du gerade magst. Und fertig ist das Zucchini-Schoko-Himbeer-Protein-Porridge, was ich auch so gefeiert habe in dem Moment. Das nehme ich auf jeden Fall in mein Frühstücksrepertoire mit auf. Oft bereite ich mir mein Frühstück schon abends vor, entweder weil ich am nächsten Tag zur Arbeit muss oder weil ich tatsächlich einfach gerne kalte und durchgezogene Haferflocken esse. Deswegen zeige ich dir hier mein Go-To-Overnight-Oat-Rezept, von dem die Konsistenz einfach unvergleichlich grandios ist. Dazu habe ich hier nochmal das Lykaia Goat Meal, weil das einfach so lecker schmeckt und durch den hohen Proteingehalt richtig lange satt macht. Dann kommt eine große Portion Früchte dazu. Ich habe hier eine halbe Banane, Brombeeren und Heidelbeeren. Ein paar Rosinen. Ich liebe das ja, wenn die sich dann so vollsaugen über Nacht mit Wasser und dann so richtig schön weich werden. Noch etwas mehr Zimt und Flohsamenschalen, nochmal gut für die Verdauung und auch für eine schöne Konsistenz. Als ersten Step gebe ich 80 Gramm Goatmeal Mix in so ein verschließbares Glas, gieße das dann mit heißem Wasser auf und rühre das ordentlich um. Dann kommt noch mehr Zimt dazu und gehackte oder ganze Rosinen. Die Flohsamenschalen und noch mehr Wasser, weil sonst wird das echt zu dick. Also mit den Flohsamenschalen musst du noch deutlich mehr Wasser hinzugeben, dass du eigentlich meinst, es wäre zu flüssig, weil über Nacht wird das dann auch richtig fest und dickflüssig noch durch die Samen. Jetzt schnibbel ich mir ein paar Früchte dazu. Ich finde die Kombination mit Banane, Brombeeren und Heidelbeeren ist richtig lecker. Da kannst du aber natürlich Früchte nehmen, die dir am besten schmecken. Das wird dann noch einmal kurz untergerührt und mit dem Deckel verschlossen. Ich feiere ja diese Gläser. Ich trinke eigentlich fast alles aus denen aktuell. Und auch so ein Overnight-Oat-Rezept macht sich da drin ganz gut, wenn man das verschließen kann und das dann nicht so den Geschmack des Kühlschranks aufnimmt und auch keinen Geruch an den Kühlschrank abgibt. Deswegen finde ich die super, super gut. Damit kann man echt viel machen. Und wie der Name schon sagt, kommt das dann overnight in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag ist das dann schön durchgezogen und fest und richtig schön lila geworden durch die Beeren, die dann mittlerweile aufgetaut sind. Ich feiere diese Konsistenz. Ich finde das so lecker. Also wenn du ein Overnight-Fan bist oder falls du es noch nicht bist, dann bist du es spätestens, nachdem du diese Overnight-Oats probiert hast. Und das war's mit diesem Porridge-Rezepte-Video. Ich hoffe sehr, du hast ein bisschen Hunger bekommen und Lust, etwas von diesen Rezepten auszuprobieren. Falls dir dieses Video gefallen hat und ich mehr solcher Videos drehen soll, dann lass mir gerne eine positive Bewertung da, dann weiß ich da Bescheid und da freue ich mich auch immer sehr. Und ich freue mich auch sehr, wenn du bei meinem nächsten Video wieder mit dabei bist. Also ich sage einfach mal, bis dann. Mach's gut. Ciao.